Einen wunderschönen guten Tag nach der Sommerpause. Herzlich willkommen zurück. Endlich wieder ein Video. Und ich habe euch zwei bekannte Gesichter mitgebracht. Da kommen wir gleich zu. Ich wollte euch erstmal sagen, ich freue mich. Ich freue mich, wieder gut erholt ein Video zu machen. Jetzt war lange Zeit Pause. Im Keller ging es natürlich immer wieder weiter mit irgendwelchen Kundenprojekten, die noch fertiggestellt werden mussten. Und es gab immer was zu tun, sage ich euch. Es war nie langweilig, aber es war nie Zeit, irgendwie in Ruhe mal ein Video zu drehen. Und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt bei Sonne. Wieder mal am Exer vor der bekannten Fassade dieser ehemaligen Bunkeranlagen, dieser ehemaligen Panzergaragen. Und ich bin die letzten Tage richtig viel gefahren. Ich bin 2 Tage zur Arbeit, das heißt 160 Kilometer mit meiner GTR gefahren und heute 80 Kilometer mit der Rentner-Vespa. Das ist die Rentner-Vespa aus den ersten Videos hier auf diesem Kanal. Die Rentner-Vespa vom Jan mit dem Polini 210 und die bekannte Vespa GTR mit dem 187er BGM drauf. Und ich habe mir gedacht, als ich heute mit der einen gefahren bin und die letzten Tage mit der anderen, da muss mal ein Video her, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, was so die Unterschiede sind, weil das ist echt so ein komplett anderes Feeling, wenn du auf so einer älteren Oldie-Vespa sitzt, sage ich mal, und auf so einer PX, PX Alt, PX Lusso. Das ist schon, ja, so ein bisschen was anderes. Und deshalb steigen wir direkt ein. Erstmal die optischen Unterschiede für diejenigen, die ja noch so ganz neu dabei sind. Vespa GTR, Oldie, ich habe das, glaube ich, verallgemeinert. Ich habe gesagt Vespa Sprint und Vespa PX, ne? Und die nehmen sich ja von der Kontur, diese Oldie-Modelle, nenne ich es mal, also alles, was älter ist als 75, nehmen die sich ja gar nicht so viel. Jetzt werden mich die ganzen Pros werden mich wahrscheinlich hauen und sagen, leider, bei dem einen ist die Backe größer und das Licht ist trapezförmig und rund und hier und da. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Details ein. Ich habe das verallgemeinert. Oldie PX. Ihr seht, das ist alles irgendwie noch runder, kleiner. Und hier diese PX, die sieht dagegen ja schon echt brachial aus. Na klar, ist brachial. Kommen wir gleich, steigen wir gleich voll in die Materie ein. Die Bremse hier, die gefällt mir einfach so ultra gut. Guckt euch diese Bremse an im Vergleich zu, ist natürlich nicht original, ne? Im Vergleich zu dieser, ja, Trommelbremse der GTR. Und das ist wirklich ein krasser Unterschied, wenn du mit so einer fein dosierbaren hydraulischen, vollhydraulischen Scheibenbremse bremst, da hat die hier auf jeden Fall voll die Nase vorn. Bei der GTR ist es so, wenn du fährst, du bremst und die ist lange nicht gefahren, dann taucht die sofort ein und bremst und blockiert fast. Das ist richtig zum Teil gefährlich, muss ich schon sagen. Ich weiß auch bisher nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich ist der Dämpfer irgendwie falsch eingestellt, dass der sofort das nicht dämpft, diesen Bremsruck. Muss ich nochmal gucken, vielleicht können wir da noch ein bisschen was feinjustieren. Also die Bremse bei der Rentner-Vespa, mega, mega geil. Ich will gar nicht auf die Unterschiede irgendwie eingehen, ne? Was ist Oldie, was ist PX, sondern einfach nur, was mir jetzt beim Fahren aufgefallen ist, was mir besonders gefällt und was da die Unterschiede sind, ne? Also was hier die zwei gebauten Vespas angeht. Richtig geil bei der Rentner-Vespa heute gefahren. Ist das fette Drehmoment, ne? Da steckt einfach nur ein Polini 210 auf einem Original 200er Gehäuse drauf, unbearbeitet, ne? Wohlgemerkt, also Gehäuse völlig unbearbeitet, draufgesteckt, Polini-Box drunter, läuft. Also na klar, unbedüst und so weiter. Ich glaube nicht mal ein anderes Lüfterrad oder so. Einfach nur draufgesteckt, wirklich Stecktuning betrieben und das Ding ballert los, wirklich. Da ist richtig Drehmoment vorhanden und obenrum raus, ja, geht so, aber wirklich, du kannst im dritten, vierten Gang kannst du dahin knattern und das funktioniert echt gut. Und du hast halt nicht diese Rucks drin, das ist alles nicht so spitz irgendwie auf Kante, sondern das ist echt geschmeidig irgendwie alles zu fahren. Bei der GTR ist das ein bisschen anders, die ist wirklich überall bearbeitet, was es nur gibt. Also Auslass bearbeitet, Einlass bearbeitet, dann die Überströmer bearbeitet, ein anderes Lüfterrad drauf, andere Zündung drauf. Ich glaube, Big Box V1 ist das noch, ja, die Big Box drauf im Vergleich zur Polini Box und die ist einfach drehfreudiger gefühlt. Klar, hat auch nur ein Häkchen 187 Kubik und keine 210 Kubik. Du musst die hier mehr drehen und das ist wirklich so ein richtiges, irgendwie aggressives Ding. Ich kann es einfach nicht mit dem Ding richtig human einfach nur dahin knattern, so mit 70, 80. Die braucht gefühlt immer Drehzahl, damit es noch mehr Bock macht, ne? Und wir werden die Karren jetzt am besten einfach mal nacheinander fahren. Und beim Fahren werde ich euch einfach mal ein bisschen erzählen, wie sich das so fährt
und wir werden wahrscheinlich die Unterschiede beim Fahren viel, viel besser feststellen, als optisch jetzt drauf einzugehen. Ne? Also hier blaue Vespa, silberne Vespa, Scheibenbremse, Trommelbremse, BGM-Fahrwerk, BGM-Dämpfer, das langweilt. Also wir setzen uns jetzt auf die Karre, fahren. Ich glaube, ein Video, entweder war das schon vorher oder es kommt noch, zum Zeitenmessen der Rentner-Vespa kommt auch noch. GTR haben wir mittlerweile drin. Und wir setzen uns jetzt einfach drauf und heizen los und gucken dann mal, ja, wie sich das so fährt im Vergleich. Viel Spaß. So, als erstes die GTR. Zündung. Das altbekannte Problem. Ja, man merkt das hier schon, ne? Guck mal, wenn ich jetzt hier am Gas. Zack, 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 zack. Das ist so spitz alles. Und wenn du dich hier auf die Vespa drauf sitzt. Das ist alles viel, viel tiefer, kann ich euch sagen. Tiefer und leichtgängiger ist das in dem Fall. Das ist alles so. Ja, nicht so behäbig, nicht so schwergängig ist der falsche Ausdruck. Es geht ja auch alles leicht bei der PX, aber du sitzt hier drauf und es ist einfach ausgenuddelter, kann man fast sagen. Wir fahren mal auf die Landstraße. So, ich bin mal zu dem altbekannten Punkt hier hingerollt und wir starten jetzt einfach mal so eine Runde. Wir fahren mit jeder Vespa eine Runde hier um die Hausstrecke, ne? Guck mal, jetzt zweiter Gang, wie hoch wir das ziehen können. Also das kannst du richtig, richtig weit nach oben ziehen. Der Tacho, der zeigt jetzt nicht die richtige Geschwindigkeit an, da müssen wir immer so 20 km/h abziehen. Aber das ist halt alles total vibrationsarm, ne? Also hier vibriert gar nichts, das ist total leichtgängig und du kannst bei jetzt gefahrenen 80 km/h kannst du immer noch Gas geben und der dreht bis, das sind 100, 110, da hören wir mal auf, wir brauchen ihn ja jetzt nicht quälen und keine V-Max-Messung machen, aber 120 waren hiermit ja schon drin und das ist halt super leicht. Ich mache immer nach so einer schnelleren Fahrt, ziehe ich immer in die Kupplung und gebe hier so ein bisschen Zwischengas, wie schnell der einfach Gas annimmt, ne? Hör mal. Das ist so geil, finde ich. Jetzt zweite Gang. Auch mega gute Kurvenlage. Dritte Gang. Das ist halt so schön. Zack. Vierte Gang. Da braucht er, da hat er zu wenig Drehmoment. Das kommt dann immer erst im vierten Gang, recht spät. Aber dritte Gang, hier in die Kurve rein. Weiter rein, 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 rein. Und Gas. Und da, jetzt kommt erst das Drehmoment. Jetzt kommt es. Und das ist halt, alter Junge. Das ist halt schade. Und das werdet ihr gleich bei der Polini sehen, dass das anders ist. Jetzt. Das ist wie so ein Mini-Reso-Bereich eigentlich schon fast. Dass der sehr, sehr spät einsetzt, der Punkt, wo er die höchste Leistung hat. Also nicht sehr, sehr spät, später. Ja, hier liegt ein Apfel. Und was mir, also das gefällt mir wunderbar, dieses einfache, super leichte Schalten. Was mir nicht gefällt, ist so dieses dritte Gang. Guck mal, jetzt, klar, hier ist 30 jetzt, ne? Müssen wir aufpassen. Aber du kannst mit der, im dritten ist zu langsam und im vierten hier ist die Drehzeit zu gering, also das passt, für den Ort passt das nicht so gut so, es sei denn nur fest 30, so wie jetzt. Und du merkst halt auch dieses gefühlt leichte Lüfterrad, dass die immer gespielt werden will und nicht so, nicht so träge ist, was das angeht. Träge, aber träge positiv gemeint im Sinne von gedämpft irgendwie, dass der die Schwungmasse. Schwer auszudrücken, man muss es vielleicht fahren. Jetzt erster Gang, Gas, zweiter Gang, boah, das ist schon, aber deutlich anders als die Polini gleich. So, wir beschleunigen im dritten Gang hier mal raus, merkt euch das mal. So, dritter Gang, 50,
Was sind das jetzt? 50 und Vollgas. Geht, 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 geht. Und dann schalten. Und der vierte, der braucht, ich weiß, ist nicht der kurze vierte, glaube ich. Aber dafür bist du jetzt richtig gut unterwegs, ne? Ah, das ist schon cool, ey. Also das liebe ich an dem Teil, dass du wirklich vibrationsarm schnell fahren kannst. Mega geil, diese Vibrationsfreiheit. Du hast keine eingeschlafenen Hände nach langer Zeit, das ist echt, echt gut. Ja, was mag ich noch? Was ich nicht mag, ist die Sitzbank. Die Sitzbank ist ultra kacke. Die ist hart, die klemmt. Das ist halt die Original. Ich glaube, es ist sogar eine SS-Sitzbank. Die mag ich nicht. Stoßdämpfer mag ich auch nicht hinten, der ist auch kaputt. Das Licht mag ich auch nicht, aber egal. Ich mag die Sitzposition. Du sitzt hier drauf so geschoppt, ne? So den Lenker so tief. Du bist schon in dieser kleinen, gedrungenen Racing-Haltung. Und das ist bei der PX, werdet ihr gleich sehen, deutlich anders. Also wenn ich die Wahl hätte, ich kann es gerne vorwegnehmen. Ich würde immer so ein Modell hier nehmen. Auch wenn das sich unsicherer irgendwie anfühlt, also ein bisschen wabbliger alles, würde ich doch immer hier zugreifen. So, jetzt fahren wir hier rein. Zack. Da steht der Butzi. So, und jetzt nehmen wir die PX. So, und jetzt mit der Rentner-Vespa unterwegs. Das ist halt eine Wuchtbrumme, was den Lenker angeht, ne? Der Lenker ist ja noch mal ein bisschen breiter geworden durch die Bremse rechts. Aber auch so ist der PX-Lenker irgendwie gefühlt breiter. Du sitzt hier drauf wie auf so einem hohen Ross. Guck mal, du kannst hier im dritten Gang fahren. Jetzt gibst du Gas und die hat sofort, boah, da zieht sie schon durch. Sofort Drehmoment. Und das, obwohl der Zylinder nur drauf gesteckt ist, ne? Das ist echt übel. So, da hinten schieben wir lang. Niemals würden wir das tun. Dafür schwitze ich lieber. So. So, los geht's. Erster Gang. Richtig geile Kupplung. Also der Jan hat jetzt eine neue Kupplung gekriegt. Nach gefühlt 2,5 Jahren. Nicht nur gefühlt. Und jetzt rutscht auch nichts mehr durch. Stichwort Wild Wild East. So, da oben verlinkt. Gehen wir mal Gas. Sofort Drehmoment, aber ihr merkt, die dreht halt. Da ist halt Ende schon. Ja? Wir sind sofort auf 80. Die 100 kann sie auch richtig gut. Zack. Aber ihr seht, der Lenker, das ist halt schon ein bisschen Vibration stärker als bei der GTR. Ah. Da würde noch mehr gehen, wenn ich jetzt Gas gebe. Ja, also 110, 120 auf jeden Fall. Linken nicht vergessen. Aber ihr seht, du sitzt halt viel mehr im Wind als bei der GTR. Und sitzt höher. Guck mal, ich sitze so richtig hoch, kann mich nicht so geil in die Kurve legen, obwohl sie das auch gut kann mit dem BGM-Fahrwerk. Jetzt müssen wir hier mal den Roller überholen. Schöne Kurvenlage, Heidenau-Reifen und sofort ist Drehmoment da, aber sie dreht nicht so schön raus wie die GTR. Dritte Gang um die Kurve ist das gleiche und ich komme hier besser raus aus dem Punkt. Aber hier fehlt es dann.
Was ihr dafür umso besser kann. Ah, auf dem Hinterrad fahren. Klappt nicht. Ah, du kannst, guck mal, dritte Gang bei, was sind das, 30? Und du könntest Gas geben. Und sie würde losfahren. Und das ist halt, das ist das Geile. Die Hinterradbremse kannst du hier fast vergessen. Dafür ist die Vorderradbremse umso geiler. Die ist wirklich, die kannst du mit einem Finger bedienen. Hier, guck mal, dann kannst du sofort richtig geil bremsen. Das ist echt krank. Also das Drehmoment vom Polini ist wirklich geil. Vierte, guck mal, wir haben, ah ne, wir waren im dritten, glaube ich, ne? So, dritte Ortsausgang, 50. Jetzt hat es das Drehmoment. Da fehlt ihr was, bringt nichts mehr. Ja, also oben raus, 2000 Umdrehungen. Ja, sind halt irgendwie abgeschnitten, aber was willst du noch mehr erwarten beim Stecktuning? Du bist sofort auf 80, relativ schnell auf 100. Mega gut. Mega gut. Ja, was mir gefällt, ist das hier, ne? Du nimmst das Gas zurück und sie macht nicht dieses Dedong, 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 Dedong wie die GTR. Du kannst wirklich einfach in dritten schalten. Sie fährt, sie rollt, sie muckelt nicht und das ist geil. Was grüßt du nicht? Wie kann man einen Vespa-Fahrer nicht grüßen? Naja, du könntest sogar jetzt im vierten schalten und hier langfahren und könntest dann sogar beschleunigen im vierten Gang. Das kriegst du mit der GTR nie und nimmer hin. Da müsstest du runterschalten, dritte, zweite, kämpfen und wie so eine Rakete losballern. So, jetzt fahren wir hier wieder rein. Jetzt können wir das Fahrwerk hier mal testen. Das ist, glaube ich, sehr, ist der neutral, sehr falsch eingestellt hier. Das ist wirklich, das ist bretthart. Und du hast auch null Negativfederweg. Wenn ich hier dran ziehe, kann ich nichts rausziehen. So, dritte Gang. Das ist echt, echt cool. Boah, ich schwitze. So, wir sind wieder zurück. Kleiner Einblick war das in die Unterschiede, die mir aufgefallen sind, wenn ich mit diesen zwei Vespas fahre. Ja, für welche würde ich mich entscheiden? Keine Ahnung. Das ist meine, das ist nicht meine, die habe ich gebaut. Das ist meine eigene. Deswegen, ich bin mega, mega zufrieden mit der GTR, wie man gemerkt hat. Aber auch der Jan kann sich wirklich glücklich schätzen über diese tolle Rentner-Vespa. Ich bin froh, dass sie mal wieder hier gewesen ist, vor den Toren. Ich blende jetzt zum Schluss noch mal ein Bild ein, wie sie vor fast 3 Jahren ausgesehen hat. Das war mein GPS-Empfänger für das nächste Video oder das Video, was davor gekommen ist. Ich sage Tschüss an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt dran, guckt die anderen Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.